Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Mr. Prepper, meine lieben Freunde. Ja, Leute, wir wissen es. Hab die Zeit natürlich direkt angehalten, denn ihr wisst es, Zeit ist Prep und Prep ist Freiheit. Ja, und wir wollen in die Freiheit, liebe Leute. Ja, und jetzt müssen wir, bevor wir jetzt die Zeit anmachen, natürlich erstmal rekapitulieren, wo sind wir und was wollen wir machen. Weil nachher stehen wir da und vergeuden Zeit für nichts und wieder nichts. Also, wir haben da oben zwei Aufgaben momentan. Die Oma und der Wolf und ab in den Wald. Und das hier mit dem Wolf wollen wir auf jeden Fall machen. Das steht schon mal fest. Und ja, sonst, ja. Wir müssen unsere Felder neu bestellen, glaube ich. Das sollten wir auch tun. Das heißt, wir gehen mal weiter und essen erstmal was. Wir essen erstmal was. Es muss erstmal was gegessen werden. Und der ist auch bald wieder fertig. Das direkt rausholen. So. Oh, die Beeren. Kann ich damit eigentlich irgendwas machen? Kochen. Kann man aber nicht einfach so kochen, ne? Wir essen die erstmal. Alle essen. Das gab doch schon mal ein bisschen was. Doch nicht schlecht. Dann essen wir jetzt noch einen Salat. Und eine Möhre. Und eine Rübe. Das ist doch nicht schlecht. Aber jetzt ist die Frage, wie kriegen wir eigentlich neue Samen? Kriegen wir die aus diesen Dingern hier raus? Müssen wir zur Samenbank gehen? Leute! Riesengig! Hier zur Samenbank. Warte mal. Kann ich das Beet Werkbank Level 2? Nee. Okay, keine Ahnung. Also ich glaube, dass wir Samen dann offensichtlich doch eher kaufen müssen, als aufteilen, alles essen, essen, ne. Ja, okay, dann tun wir die erstmal wieder zurück. Ist doch die Frage, wann kommt nochmal, warte mal. Wann kommt nochmal der Typ? Das hier war der Minuteman-Brief, das hier war die Bedingung, was denn ist das? Was ist das hier? Das habe ich auch noch nicht so ganz begriffen. Was bedeutet das zum Beispiel? Ein Teekessel, Wasserkocher. Ein Wasserkocher. Bedeutet das, wenn wir zwei davon haben, sagen die, das ist verdächtig? Oder wie ist das? Oder ist das das, was wir gerade haben? Haben wir vier Lampen? 1, 2, 3, 4. Tatsächlich. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Muss man rausfinden. Wir haben hier noch ein paar Samen. Haben wir sonst noch irgendwo eigentlich Samen gehabt? Ich weiß es nicht. Wir samen die erstmal aus. Wir samen die erstmal aus. Wir bestellen die Felder. Denn, ja, was sollten die hier rumdödeln, ne? Und warum sollten wir die Samen hier im Inventar haben? Das macht ja keinen Sinn. So, direkt gießen den ganzen Firlefanz. Sehr gut. Okay, dann haben wir schon mal drei wieder bestellt. Das ist nicht schlecht. Theoretisch können wir ja wahrscheinlich... Warte mal, wir müssen auch gucken. Bevor wir jetzt in den Wald latschen. Vielleicht mal gucken. Jägerin. Nancy's Haus. Ja, wo ist... Ich weiß es nicht. Nee, lass erstmal. Wir gehen erstmal in den Wald. Wir gehen erstmal in den Wald. Freunde. Wir gehen erstmal in den Wald. Boah, meine Nase juckt, Leute. Nicht, weil ich irgendwie allergisch bin, sondern ich glaube, weil ich eben im Bad mir mit so einem Nasenhaartrimmer die Nasenhaare weggemacht habe. Und ich glaube, die sitzen jetzt quer. Und es könnte sein, dass hier und da mal niese. Hätte ich vielleicht nicht vor der Aufnahme machen sollen. Aber man weiß es ja auch nicht. Was ist denn hier eigentlich los? Wieso ist denn hier der Wind so krass? Was ist denn mit den Bäumen da? Ist das ein Bug? Oder läuft die Zeit irgendwie schneller? Nee. Wir nehmen hier die Beeren auf jeden Fall erstmal direkt wieder mit. Hier noch was? Nee. Doch, da. Wir nehmen die Beeren mit. Das ist Essen und wir lassen hier nichts liegen, Freunde. Wir lassen hier nichts liegen. Was ist denn mit den Bäumen? Das ist ja nicht normal. Die rasten ja völlig aus. Ist hier heute so viel Wind oder was? So, ja, also den hier haben wir ja repariert. Da müssen wir doch jetzt auch fahren, oder? Ja, wir müssen jetzt in Level 2. Sonst macht das ja keinen Sinn. Aber ist doch gut. Dann haben wir jetzt auch direkt ein paar Beeren mit. Hallo, kommst du jetzt mal? Denn wir müssen jetzt zum Wolf. Wir müssen jetzt zum Wolf. Wolfo, Wolfo. Wo finden wir den Wolfo? Hier hatten wir, glaube ich, die Frau gefunden. Nee, eine weiter. Eine weiter. Wo ist denn das? Hier, nochmal Beeren.
Ja, jetzt ist auch mal gut mit den Blaubeeren hier. Was ist denn das? Geh doch mal weg. Inventar. So. Au, Holz nehmen wir mit. Holz nehmen wir mit. Wir wissen nicht, wofür wir es brauchen. Jetzt nochmal Inventar auf. 60 von 100. Lassen wir erstmal. Wir lassen es. Na, die Beeren nehmen wir noch mit. Komm. Die Beeren nehmen wir noch mit. Die wiegen ja wahrscheinlich nichts. Was wiegen die Beeren? Die wiegen so viel, wie die Beeren Anzahl haben. Also alles gut. So, gehen wir in die nächste Level. Ja, jetzt haben wir hier wieder Holz. Ganz viel Holz. Hier. Hatten wir das schon gelootet oder ist da jetzt wieder was drin? Ist nichts drin. Alles klar, das ist einmal gelootet, dann ist das leer. Jetzt weiß ich nur nicht, welche wir gelootet hatten und welche nicht, aber egal. Ja, so viel Beeren können wir nicht essen. So viel Beeren können wir auch nicht essen. Die lassen wir jetzt, die Beeren. Was sollen wir mit so viel Beeren? Solange ich die nicht kochen kann. Da rennt er einfach durch das Holz. Finde ich gut. Mr. Prepper ist einfach auch... Er hat einen Stil vor Augen und das lässt er sich jetzt hier auch nicht nehmen. Hier, die hatten wir dann, glaube ich, auch gelootet, ne? Wollen hier nichts? Wir wollen hier nichts unterschlagen. Da war was. Da ist was. Oh, da ist was. Da ist Glas, Leute. Fünfmal Glas, fünfmal Geld. Eine Dose, eine Feldration. Und Thunfisch. Und auch noch Plastik. Wie geil ist das denn hier, bitte? Alter, richtig gut. Das war ja richtig gut. So, was haben wir hier? Hier ist noch... Oh, hier ist die... Oh, was passiert jetzt? Oh, das ist der Wolf. Okay, der erste Kampf. Jetzt habe ich ein bisschen Schiss. Ich auf den Wolf, um anzugreifen. Oder entferne dich vom Wolf, um auszuweichen. Benutze den Schläger im Kampf. Welchen Schläger denn? Wie Glück. Warte. Du hast gar keinen Baseballschläger. Ja, richtig. In diesem Fall solltest du rennen. Ja, super toll. Lauf! Ah! Der ist hinter mir! Ja, das Schild geht auch! Hat er mich gerade gekriegt? Ich weiß es nicht. Aber wir sind zu Hause. Wir sind zu Hause. Okay, Baseballschläger, Leute. Wir müssen erstmal Baseballschläger machen. Habe ich in meinem Inventar Holz? Ne, ist ja wahrscheinlich an der Werkbank, ne? Das ist ja wahrscheinlich an der Werkbank. Erstmal hier. Okay. Da ist er. Baseballschläger. Nehmen wir. Machen wir. Fünfmal Holz haben wir. Easy peasy. Okay, wir haben Baseballschläger, dann gehen wir direkt zurück zum Wald. Gehen wir direkt zurück zum Wald. Hier, die sind alle noch gegossen, haben Licht, alles super. So. Und jetzt geht's den Wölfen aber an den Kragen. Jetzt kennen wir auch kein Pardon. Jetzt wird geballert. Jetzt wird geballert. Jetzt kriegen sie auf den Wolfssack. Warte mal, hier. Wo ist die? Da. Into the Woods. Oh ja, ich bin absolut wütend. Weiter. Weiter rein hier. Und rennt wieder gegen das Holz jetzt. Zack. Rennt da einfach durch. Mr. Konsequent. So, okay, wir sind da. So. Hier war der Wolf. Hier war der Wolf, Freunde. Und bitte lass das Kampfsystem jetzt nicht so schwer sein, ne? Sonst... Sieht nicht gerade stark aus. Ja. War das zu. Hier um zu blocken, alles klar. Und entferne dich im Auszug. Nutze deinen Schläger im Kampf. Wie Glück. Oh! Yes! Das war easy. Sehr gut. Okay. What the fuck? Ich hau drauf. Leute, ich hau drauf. Ich hab Damage gekriegt. Alter, what the fuck? Ich stehe mittendrin. Oh, Leute, ich bin fast tot, ne? Leute, ich bin fast tot, Alter. Guckt euch das mal an. Ich muss Beeren essen, Freunde. Wo sind denn jetzt meine Beeren? Komm, hier Thunfisch noch reinballern. Weißt du? Geil. Hier haben wir einen Hebel. Nehmen. Boah, sind wir krass. Haben wir denn irgendwie, was ist das denn jetzt hier? Wir haben Wolfsfell erlangt. Kann ich die noch looten irgendwie?
so fleischmäßig nicht. Offensichtlich nicht. Kuh. Direkt neue Bären hier erstmal. Und hier, das können wir auch. Plastik, Glas, Köder, Suppen, Federn. Okay. So, hier ist das Haus von der Ollen. Da muss die Olle. Kann ich da einfach rein? Die hat gesagt, ich kann alles da drin nehmen, oder? Was haben wir denn hier Schönes? Das Bett. Rotpräppchen, das finde ich auch sehr gut. Aber die hat Samen hier. Salatsamen. Samen. Nehmen wir erstmal die ganzen Samen hier mit. Da, was? Wieso kann ich das denn nur inspizieren? Ich dachte, ich könnte hier alles nehmen. Kann ich offensichtlich nicht nehmen. Nur die Samen kann ich nehmen. Na gut. Nehmen wir die Samen. Was soll das denn? Schön hier die Samen einpacken. Nehmen, alles nehmen. Ich meine, die hat es uns erlaubt, ne? Ist jetzt nicht so, als würden wir jetzt hier gegen die Genfer Konvention verstoßen. Ach, guck mal. Equal Rights. Ist sie das? Ist sie das? Möglich, ne? Also sie pflanzt ja auch ordentlich. Was stand da? Ein Hochbeet. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass nichts so zu Deko kommt. Ja. Natürlich, muss ja auch ein bisschen was für den Hausgebrauch da sein. Ja, Leute. Gut, dann gehen wir hier erstmal wieder raus. Wie komme ich denn hier wieder raus? Geil, ein Western. Ich weiß nur nicht jetzt. Hier. Okay. Wer weiß. Ach, da ist sie ja. Einfach reingegangen. Finde ich gut. Oh, hallo, Gänseblümchen. Bob und ich wollten dir Danke sagen, dass du den bösen Wolf besiegt hast. Ich hoffe, dass du dir nicht wehgetan hast. Ich doch nicht. Ah, bitte nenn mich nicht. Ach, egal. Gern geschehen. Und ja, mir geht es gut. Jenny freigeschaltet. Sehr gut. Als Händlerin offensichtlich. Jetzt, da ich meine kleine Hütte und Werkstatt wieder habe, würde ich gerne mit meinen kleinen Kochexperimenten weitermachen. Viele meiner Freunde in der Stadt haben gewisse Schlafstörungen. Weil ich so eine nette alte Dame bin, will ich natürlich helfen. Ich experimentiere gerade mit verschiedenen Zutaten für einen Kräutertee. Ich habe von seltsamen Pilzen gehört, die in der alten Mine außerhalb der Stadt wachsen. Könntest du mir ein paar von den Pilzen mitbringen? Ich habe das Gefühl, dass sie gut zu dem Tee passen. Seltsame Pilze aus der alten Mine für einen Tee. Ja, sicher, warum nicht? Wunderbar. Sei einfach vorsichtig, junger Mann. Die Mine ist ein gefährlicher Ort. Es gibt auch die Chance, dass du dort eine freundliche Seele triffst. Aha. Alte Bachmine freigeschaltet, Freunde. Wir sind hier krass drauf. Sehr gut. Okay. Danke, Jenny. Wir hauen erstmal wieder ab, würde ich sagen. Hier ist jetzt erstmal nicht wirklich was mehr zu tun, habe ich das Gefühl. Wie viel Inventarplatz haben wir? Wir haben noch was frei. Dann nehmen wir Holz noch mit. Und Beeren. Beeren und Holz. Gott erholt. Boah, ich komme mit dem Doppelklick nicht klar, ne? Gehen wir hier lang. Was? Wie war unser Schlafbalken denn? War hier Holz? Ja, da ist Holz. Nehmen. Oh Mann, ey. Muss doppelt draufklicken, Willi, ey. Oder Zippe. So, gehen wir hier lang. Hier war doch bestimmt auch noch. Ein Holz kriegen wir noch. Ein Holz kriegen wir doch noch. Hier, wo ist es? Freunde. Ein Holz? Da. So. 20 Uhr. Zeit, um nach Hause zu gehen. So, okay. Dann machen wir jetzt gerade noch das Holz fertig. Das schaffen wir noch. Die Beeren in den Kühlschrank nicht vergessen. Und vielleicht auch noch gerade... Ja, wobei, das könnten wir auch morgen machen.
die Beetepflanzen, meine ich. Weil unser Prep-Balken, der muss natürlich auch, da müssen wir drauf achten. Ich glaube, Beetepflanzen ist ziemlich geil für den Prep-Scheiß. So, jetzt sind wir fast tot. Ach komm, das kriegen wir hier noch gerade hin. Orangen. Gewächshaus, what the fuck? Mais? Hochbeet. Och nein! Das geht. So. Okay, dann gehen wir jetzt schnell pennen erstmal. Eine Runde schlafen! Nicht ganz kurz, du kannst durchschlafen, Junge. Hast du dir verdient. So. Am 8. kommt er wieder. Am 8. kommt er wieder. Da müssen wir alles wieder safe machen. Ja, weiter. So, was steht heute an? Gehen wir heute schon in die Mine? Ich weiß es nicht. Wenn du dich verlaufen hast. Wo kann man sich denn verlaufen? So, okay. Leute, ich würde echt mal gerne wieder was kochen. Hier holen wir erstmal Wasser ab. Hier holen wir erstmal Wasser ab. So, das ist das Erste immer am Tag. Scheiße, jetzt habe ich die Sachen wieder nicht in den Kühlschrank geräumt. Ich esse die alle weg. So. Warte mal. Das. Da müsste ich doch zumindest... Gemüsesuppe. Da steht auch, was heißt denn das hier? Was das wiegt. Aber es steht nicht da, was das bringt, ne? Ich koche jetzt dreimal Gemüsesuppe, Freunde. Das lagern wir uns. Aber das ist doch ganz gut. So. Dreimal Gemüsesuppe haben wir da. Das ist doch nicht schlecht. So, die hier kommen wieder rein. Unten machen wir Zutaten. Gibt es eigentlich einen größeren Kühlschrank? Und eine essen wir. Oh, die gibt richtig gut Stuff hier, ja. So, wie sieht's hier unten aus? Wie sieht's hier unten aus? Wo ist das Blatt? Hier? Aha, sind fast fertig. Wir müssen... Warte mal. Wir brauchen... Was ist denn da? Da liegt wieder irgendwas. In den Schrank hier Samen reinmachen? Fragezeichnen? Fragezeichnen. Wir zeichnen Fragen, Leute. Rüben können wir pflanzen. Karotten können wir pflanzen. Gurken. In einem Beet. Geht auch, glaube ich. In einem Beet. Und das hier ist in einem Gewächshaus. In einem... Beet. Okay, das testen wir. Sonnenblumen. Und hier steht auch Beet. Ja, aber wahrscheinlich ist Beet und Beet ist nicht Hochbeet. Warum schreiben sie denn nicht Hochbeet? Ach, Freunde, das muss ich alles ausprobieren. Also Mais war auf jeden Fall Hochbeet. Ich glaube, Sonnenblumen kann ich mir auch nicht darin vorstellen. Und Karotten hatten wir. Rüben, ja. Gurken, weiß ich nicht. Glaube ich auch Hochbeet. Nur ausprobieren. Gut, dann probieren wir die erstmal noch aus. So, Seilbahn, 15 Metall. Wo steht denn eigentlich, wie viel Metall und so wir haben? Wir haben 15 mal Erde. Wir haben nur 3 mal Metall. Aber 40 mal Holz haben wir da und 8 mal Plastik. Was können wir denn noch bauen? Warum kann man ein Buch bauen? Ich könnte ein Holz... ich baue das hier. Ich baue jetzt ein Regal, Leute. Und zwar hierfür. Oh, da die Samen rein. Clever, oder? Nein, alles nehmen. So. Hä?
Funktioniert das nicht irgendwie? Oder was ist das? Also hier klicke ich rechts drauf und mache öffnen. Und hier kann ich gar nichts machen. Was kann ich denn damit machen? Hä? Mann. Okay, warte. Nö. Dann zerlege ich das wieder. Interessiert mich nicht. Pff. Brauchen die irgendwie was Besonderes, die Samen? Oder. Ja, Teller. Die Frage ist, ob wir eine Falle bauen sollten. Schrank. Ah, das kostet Metall. Nee, Metall möchte ich erstmal nicht. Wir gehen erstmal hoch die Post holen, Freunde. Nimm sie. Alles nehmen. So, bevor wir das jetzt alles lesen, muss ich einmal die Nase putzen. Ich weiß nicht, was da heute los ist. Ach Gott. So, da bin ich schon wieder. Jetzt gucken wir erstmal. Hier, Brief. Wieder der Minuteman. Was ist denn mit dem Minuteman eigentlich los? Sehr geehrter Mr. Prepper, ich hoffe, es geht Ihnen gut. Fühlen Sie sich von meinem Geschenk inspiriert? Ja, tun wir. Wir wollen eine Rakete bauen jetzt. Ich würde Ihnen gerne ein Angebot unterbreiten. Und zwar möchte ich gerne einen kleinen Austausch zwischen uns starten. Hin und wieder werde ich Ihnen einen Brief oder ein Paket mit nützlichen Informationen oder Gegenständen schicken, da ich Zugriff auf eher seltene Vorräte und Quellen habe. Jedoch gibt es Dinge, an die ich nur schwer herankomme. Und hier ist es, wo ich Ihre Hilfe brauche. Sie könnten mir Dinge bringen, als würden Sie auf dem lokalen Markt handeln. Ich bin mir sicher, Sie schaffen das schon. Was? Als Eisbrecher hätte ich gerne erstmal ein Glas Blaubeermarmelade. Minuteman. Blaubeermarmelade. Warte mal, Blaubeeren kriegen wir im Wald. Das hier war die Zeitung. Staudamm. Infolge eines unerwarteten Unfalls wird die Arbeit des größten staatlichen Staudamms an der Ostküste eingestellt. Die Mitarbeiter des Damms haben mit Wartungs- und Reparaturarbeiten begonnen, um die Funktion des Damms so schnell wie möglich wiederherzustellen. Sollten die Reparaturen länger dauern, sorgen unsere Funktionäre dafür, dass jeder Bürger Zugang zu Nahrungsmitteln und Trinkwasser hat. Bleiben Sie vorbereitet. Boah, das lese ich nicht alles, Leute. Oder? Das könnt ihr jetzt selber lesen. Macht da Pause. Macht da Pause, lest da. So. Was heißt das denn? Das Wasser wurde abgestellt. Wie, da kriegen wir kein Wasser mehr? Okay, das wird dann aber übel, ne? So, was wollte ich jetzt? Ich wollte jetzt als allererstes gucken. Was gibt es denn überhaupt im Supermarkt zu kaufen? Da gibt es auf jeden Fall Rübensamen für 4 Dollar. Verkaufen kann man hier nichts. Okay. Da ist Zucker. Da ist jetzt Zucker. Ich weiß jetzt nicht. Wir müssen mal gucken, was wir brauchen für die Marmelade. Ich könnte mir vorstellen, dass wir Zucker brauchen. Sergej hat wieder die Boxen. Und Sergej können wir aber auch hier Sachen verkaufen, wie Glas und sowas. Plastik findet er ganz geil. Und Nancy? Was? Wieso? Trash News, Altpapier. 10. 10 für 6, okay. Ein Stuhl. 4 benötigt, 2 benötigt. Wir könnten der tatsächlich 2 so ein Regal bauen. Sollen wir das mal machen? Wir machen das mal gerade. Ich will mal gucken, was das bringt. 2 Regale, Freunde. Wo sind denn die Regale jetzt? 2 Regale, hier. 2 Stück herstellen. Wir haben ja Holz. Und Holz kriegen wir im Wald, ja. Das ist nicht das Problem. Dauert ein bisschen. Können wir noch ein Nickerchen machen. Alter, wie schnell geht denn dieser Tag rum? Was hab ich denn gemacht?
So, ein Nickerchen. Okay. Das reicht. Handeln. So, jetzt Nancy hier. Habe ich jetzt zwei Regale? Nee, ich krieg sogar 30. Handeln. Sehr gut. Gab nicht so viel Vertrauen, wie ich dachte, bei der alten Nancy. Ich weiß nicht, wer die ist, aber ich hasse sie. Gut, sie hat jetzt hier zwei Dinger. Wir haben... Warte mal, wo ist mein Geld? Ich hatte doch vorher schon 25. Freunde? Habe ich das erst zugeschickt? Kann sein, dass ich das erst zugeschickt kriege. Ist ja nicht direkt da, logisch. Soll ich... Metall kaufen? Mama. Wir kaufen ein bisschen Metall. Ich weiß nämlich gerade nicht, wo ich anders Metall herkriege. Wir kriegen ja jetzt 30 Geld dann wieder. Ach so, die Blaubeermarmelade. Ja, 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 ja. Und wir müssen hier Wasser ernten. Und wir müssen hier unten ernten, glaube ich. Uiuiuiui. Sind die fertig? Die sind fertig. So, Möhren. 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 Kann ich irgendwas schnell... Warte mal, da ist ja auch schnell bepflanzen. Was ist denn da jetzt drin? Irgendwas habe ich. Aha, jetzt hat es aber aufgehört. Okay. Dann bewässer die direkt. Okay. Das läuft. Jetzt gucken wir mal gerade, was brauchen wir für die Blaubeermarmelitschka. Also, und die Möhren, die packen wir direkt in den Kühlschrank. Ich weiß nicht, wie viele man stacken kann, aber 17 scheint zu gehen. Die scheint schon hier langsam zu verrotten, ne? Ja, wir müssen das kochen. Wir müssen kochen. Wir brauchen Salat. Wir müssen Salat anpflanzen. So, hier. Blaubeermarmelade. Glas, Zucker, 10-mal Blaubeeren. Aha. Also wir brauchen Zucker. Ich glaube nicht, dass ich jetzt irgendwo Zucker habe, oder? Habe ich hier irgendwo Zucker, Freunde? Hey, Küche ist leer. Küche ist leer. Das ist alles hier nur Gedöns. Keinen Zucker. Keinen Zucker. Hier haben wir noch irgendwelche Köder. Könnten wir mal als Köderschrank benutzen einfach. Wo ist denn da? So. Nee, warte mal. Wo waren denn jetzt die Köder drin? Hier. Da kommen hier auch die Köder. Oh Mann! So. Ja. Ja, ja, ja. Dann machen wir hier jetzt die Samen rein. Machen wir hier jetzt die Samen rein. Was soll der Scheiß? Also das kann man alles nicht in den normalen Beeten pflanzen. So. Jetzt habe ich hier diese ganzen Briefe und so. Die sollte ich auch mal irgendwie ablegen, ne? Machen wir hier den Briefschrank. Machen wir hier den Briefschrank. So. Und die hier sammeln wir hier. Und das hier behalten wir erstmal. Das behalten wir. Haben wir ein bisschen aufgeräumt in unserem Inventar. So, warte mal. Das Zeug ist da. Das wollen wir noch. Wir können ja momentan sowieso nicht jetzt noch weg oder so. Oh ja, alles nehmen. Siehst du, und jetzt haben wir wieder 30 Geld. Da können wir noch gerade, bevor wir jetzt ins Bett gehen, 1 Uhr müssen wir ins Bett oder so, ne? Können wir ja noch gerade hier die zerlegen. Hallo? So, dann gehen wir jetzt ins Bett. Gehen wir ins Bett. Und beenden diese Folge. Ah, das ist spannend. Spannende Folge, oder? Das auf jeden Fall, Freunde. Da haben wir doch wieder was geschafft. Da haben wir doch wieder einiges gepreppt. Und morgen, nee, übermorgen kommt der Typ erst. Und übermorgen wird das Wasser abgestellt. Was auch immer das bedeuten mag. Wir werden sehen. Wir werden es sehen, Freunde. Ich sage tschüss, macht es gut. Bis zum nächsten Mal bei Mr. Prepper. Bye, Brilli.